Du bist keine Stadt, du bist gar nix, doch bekannt. Aber wo, wo ist der Rest? Du magst mich leer, aber hältst mich fest. Warum kannst du mich nicht verlassen? Ich hab die Buchstaben von meinem Namen gekotzt auf deine Straßen und du hast die nicht gelesen. Unter Touristenschuhe sind die gekommen und jetzt die gehen. Da gibt's keine Bahn, da gibt's keine Bahn in diesem Zimmer, wo ich bin. Oh, ich hab nur ein, ich hab nur ein, nen Koffer in Berlin. Die sagen, du warst reif, du warst jung, wie leere Zeiten in einem offenen Buch ohne Wörter offen zu schreiben, etwas wertvoll ist. Aber was, was ist passiert? Du bist lahm geworden, kein Kopf verziehen. Was ich bin, aber alles, was ich hab, passt in einen Koffer in Berlin, einen Koffer in Berlin, einen Koffer in Berlin, aber einen Koffer in Berlin ist besser als nix. Da lassen wir den Akkord doch selbstverständlich ausklingen. So viel Zeit muss sein, wenn der Artist das Lied so geplant hat, dann würdige ich es durch Fertigspielen, so soll es sein. Damen und Herren, Mädel und Buben, grüß Gott, guten Tag, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Was gibt es Neues? Sie befinden sich hier auf Orange 94.0. dem freien Radio in Wien und Mister, da darf man Mister sagen, Mr. Ian Fischer hat Sie begrüßt mit einem wunderschönen, herzzerreißend netten English-spoken Accent hier bei Koffer. Koffer ist das Lied und die CD bei Ear Candy erschienen letztes Jahr, im Jahr 2016. Wunderschön heißt auch Koffer. Ja, also da habe ich quasi den Titeltrack daraus Ihnen vorgestellt. Mädel und Buben, Damen und Herren. Ja, wie immer jeden Donnerstag 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich hier in Radio Rausch. Abseits der normal gegangenen Pfade, so wie Ian Fischer, der hier auch mit seinem Koffer eindeutig zu erkennen am Kobenzl steht. Und weiß ich nicht, wo er da hin will. Da geht es eigentlich nur mehr auf am Himmel. Sonst, ja, wahrscheinlich hat es ihm dort hingetrieben. Wer sich näher in Ian Fischers Universum bereit machen will, www.ianfischersongs.com, www.ianfischersongs.com und alles wird Ihnen dort erklärt, gezeigt und vorgespielt. So soll es nämlich sein. Und jetzt kommt, bevor ich eine
junge Dame bei mir hier live im Studio begrüßen werde. Gleich noch ein englischsprachiger. Ne? Sie kommen alle zu uns und singen dann so wie Mr. Fischer dann ein bisschen Deutsch oder bleiben ihrem Englisch treu, wie der nun gleich zum Erklingen gebrachte Mr. Drew Sarich, Let Him Go, auch da 2016 das Album erschienen. Vor kurzem hat er im Stadtsaal mit seinem Endwerkorchester wieder aufgespielt und jetzt widmet er sich, glaube ich, wieder Compiletti seiner Hauptpassion, ja, dem Musical darstellen. Ja, und das Album Let Him Go können Sie aber selbstverständlich noch auf diversen Download-Plattformings downloaden oder einfach kaufen. Let Him Go, Drew Sarich. Ein wunderschönes, ich möchte meinen, Winteralbum. Also nur so von der Stimmung. Und Monster singt er uns vor. Und in Kürze gibt es meinen heutigen Gast. Das Monster wird hier besungen von Mr. Drew Sarich und das Album heißt Let Him Go. Das ist auch der Titeltrack Nummer 1. Ja, und das können Sie dann auch irgendwann selber kaufen oder downloaden oder was immer Sie damit vorhaben, Damen und Herren. Drew Sarich auf alle Fälle bürgt für Qualität. Hier auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Mein Name Birgit Denk. Sie befinden sich hier wie jeden Donnerstag im Zeichen der österreichischen Musikszene. So bunt und schillernd, wie sie ist. Also alles zwischen, wie sagen die Leute immer, was man, wenn man es fragt, was hören Sie denn gerne? Alles zwischen Jazz und Hardrock. Nein, zwischen Hardrock und Klassik, aber nur kein Jazz, sagen sie normalerweise, wenn man es fragt. Aber bei mir alles, was aus Österreich kommt oder von Menschen produziert, komponiert und aufgenommen wird, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, ob freiwillig oder unfreiwillig. Damen und Herren, und heute wie jeden Donnerstag natürlich auch einen Gast. Und ich freue mich sehr, dass wir füreinander Zeit gefunden haben und Sie dürfen uns ein bisschen beim Trotschen zuhören. Das war so der Plan. Ich begrüße recht herzlich, Servus Christi, Laura Fetzida. Servus.
Hallo. Servus, ich kann dich hören, ich kann dich hören. Alles funktioniert, das freut mich sehr. Laura, du bist die klassische, die meisten Leute werden sagen, was, den Namen kenne ich schon irgendwo. Darf man das sagen, die klassische Singer-Songwriterin? Ja. 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 Das heißt, du, deine Gitarre, deine Stimme, deine eigenen Lieder, bei denen du was erzählen magst und heute auch dein, nicht Fahrrad, sondern Singer-Songwriter von heute, reisen, wie wir früher in den 70er Jahren gesagt haben, mit dem Trittroller. Genau. Wie hast du gesagt als Kind? War das schon, bist du in der Trittroller-Grenze oder war das da ganz unmodern? Einfach Roller. Das war dann nur mehr der Roller, ja. Siehst du das? Wir hatten noch den guten alten Trittroller in Orange, war damals. Ich glaube 400 Kilo schwer. Ich kann mich erinnern, als Kind, wenn der umgefallen ist, hast du wirklich springen müssen. Okay. Das hat weh da, wenn man den auf die Zehen. Jetzt auch. Aber ich tue mir eh ständig weh mit dem. Man haut immer sich nämlich diesen Fußteil aufs Skibar, oder? Wenn man aufhebt. Ja. Ich habe lauter blaue Flecken. Warum machen die da nicht so eine Schwenkgrenze rein, damit das nicht wahrscheinlich was beim Lenken stört? Das könnte sein, ja. Aber du bist Rollerfahrerin. Ja. Passionierte. Ja, ich bin schneller in der Arbeit damit. Wirklich? Mhm. Und egal bei welchem Wetter? Oder gibt es was du sagst, wenn es nass ist, dann sollte ich besser schieben. Weil dann slippery when wind. Ja, genau. Ne? Ja. Hast du schon mal aufgehört damit? Kannst du einen aufhauen mit einem Roller? Ja. Wirklich? Ja. Das klassische Straßenbahngleis? Kanaldeckel, wenn es nass ist, ja. Kanaldeckelgefahr? Okay, verstehe. Und mit Gitarre am Rücken? Habe ich heute auch gemacht, ja. Ja, und gefährlicher als sonst? Nein, heute ist es gegangen. Also, weil dadurch, dass es trocken ist, irgendwie einigermaßen, also wenn es eisig wäre, wäre es blöd. Aber obwohl es kalt ist, geht es eigentlich. Spikes. Mal. Ja, genau. Bitte, du und deine Gitarre. Wie lang seid ihr denn schon ein Paar? Die hier, die habe ich mir 2012 zur Aufnahme vom letzten Album gegönnt. Hast du dir eine gekauft fürs Album aufnehmen? Genau. Oder von den wahnsinnigen Einkommensbergen? Nein. Das heißt, du hast dir vorher eine Gitarre gekauft, um damit das Album aufzunehmen? Ja, genau. Genau. Und jetzt hast du aber ein neues Album und hast du dir da keine neue Gitarre gekauft? Nein, weil sie immer noch gut ist. Du bist zufrieden mit deiner Wahl? Ja, sie ist super. Ich liebe sie. Also sie spielt sich total schön. Mach mal ein bisschen Ding. Was ist das? Ich kann es gar nicht lesen von da. Das ist eine Art and Luthery. Da schauen wir aber. Ja. Bist du so jemand, der sich dann einliest vorher ganz lang oder der ins Musikgeschäft geht und sagt, ich stehe auf Kanada, da steht Kanada drauf, das nehme ich? Oder wie wählst du dein Instrument? Ich habe Gott sei Dank einige Musikerfreunde, die sich mit sowas beschäftigen. Ein befreundeter Singer-Songwriter, der Boxer John, der kennt sich mit Folk-Gitarren gut aus. Und der hat mir die ganz lang, also der hat mir alle möglichen Dinge empfohlen und wir haben mal rumprobiert und die war dann die, wo ich mich dann dafür entschieden habe. Warum? Sie hat ganz weiche Saiten und die spielt sich ganz weich. Also da ist der Übergang vom Zupfen auf Schlagen irgendwie auch recht weich. Das war das Wichtige? Das hat mich überzeugt. Okay, aber wie viele hast du vorher ausprobiert? Das weiß ich nicht mehr. Aber bist du jemand, der wählerisch ist? Oder der dann zu schnell? Ja, beides. Aber nein, wir haben schon herumprobiert. Und die war wirklich, also und ich liebe sie nach wie vor. Und was auch sehr schön ist, sie hält eben die Stimmung sehr gut. Als Singer-Songwriterin ganz eklatant wichtig, weil oft ist ja so, man hat so Pausen zwischen dem Spiel. Ja, genau. Und entweder, weil man sich noch ein Getränk ordert an der Bar oder weil sie sagen, jetzt spüre mir viertel Stunde und dann mach Pause und dann spüre eine halbe Stunde und dann mach Pause und dann spüre. Ist das nur immer so? Eigentlich spüle ich durch. Sehr gut. Du und deine Gitarre, habt den Veranstaltern dieses Zitzelweise angewendet? Nein, ich spiele ja im Moment das ganze Album durch und das braucht doch so die Kontinuität. Also ist dieses neue Album ein Konzeptalbum? Ja, im Grunde schon. Also es ist, auf dem Cover ist drauf die Insel Einsamkeit. Ja. Die gibt es wirklich. Die liegt wirklich? Die liegt im Nordpolarmeer in einem Seitenmeer, das heißt Karasee. Das ist da bei Russland irgendwo. Und ich habe das gefunden in einem Buch über abgelegene Inseln. Und ich habe das ganz großartig gefunden, dass es tatsächlich eine Insel namens Einsamkeit gibt.
Und ich habe dann einen Song, hab gefunden, da muss man einen Song schreiben damit. Und habe einen Song geschrieben, also es kommt vor in einem Lied, das ich dann nachher spielen werde, nämlich Blues in Your Lover's Eyes. In einem ganz anderen Sinn, als sie dann irgendwie so fürs Album geworden ist. Genau, also und dann habe ich irgendwie Plattentitel überlegt und da wieder eine andere Zeile genommen aus einem anderen Song, die völlig unabhängig davon, die ist eben Swimmers in the Arctic Sea. Und dann habe ich irgendwie beim Cover überlegen, habe ich dann hin und her gedacht, naja, also Swimmers in the Arctic Sea und dann ist da die Insel Einsamkeit und die ist doch in der Arctic Sea und oh, ich habe da ein Konzeptalbum gemacht. Ja, ja, genau. Also das war echt, das hat sich eigentlich erst beim Titel überlegen irgendwie so ergeben. Und eine Freundin von mir, die beschäftigt sich eben mit Kartografie, eine befreundete Künstlerin, und die hat dann die Insel gezeichnet, das ist die Angela Dora. Die hat die Insel gezeichnet und schon deine Lieder drauf quasi genau, eingezeichnet. Genau. Das heißt, man kann mit dem Album-Cover von Swimmers in the Arctic Sea quasi schon beim Anschauen eine Reise durch die Songs machen. Genau. Und seit wann ist das Werk draußen? Das ist im Ende Oktober ist sie rausgekommen. Bei einer riesengroßen CD-Präsentationssause. Ja, genau. Die da stattgefunden hat. Das war im Au am 21. Oktober und es war eben so eine Mischung aus Vernissage und Albumpräsentation, weil die Angela hat eben einige handgemachte CD-Covers quasi gemacht, die dann aufgehängt worden sind und die man auch erstehen hat können. Es gibt noch welche. Wie schön ist das denn? Ja. Wo kriegen die Damen und Herren das? Bei mir. Wie komme ich zu dir? Also ich weiß, wie ich zu dir komme, ich brauche nur darüber gehen einen Meter, aber die Menschen? Also ich bin auf Facebook, ja, unter Laura Raffetzeder, also mein Künstler-Account, und da könnt ihr mir einfach schreiben. Genau, Raffetzeder, Damen und Herren. Also die Frau Raffetzeder ist so frei und hat sowohl ein hartes als auch ein weiches D in ihrem Namen. Also Raffetzeder und Laura, der Vorname auf Facebook, finden Sie alle wichtigen Informationen. Und Swimmers in the Arctic Sea, sie hat es bereits angemerkt, wird Ihnen nun in der kommenden verbliebenen Dreiviertelstunde nicht nur per CD vorgestellt, was wir gleich machen werden, sondern wie gesagt, die Gitarre ist mit, die auch da nordische Gitarre, wir können dann gleich vielleicht über deine Vorlieben offensichtlich sprechen, du musst dich ja hier im Jänner sehr wohlfühlen. Na, jetzt ist es ja schön kalt. Ne? Ja, ja, eben, das gefällt ihr offensichtlich. Und wir werden sie auch live spielen hören, die liebe Laura, das freut mich sehr. Aber vorher hören wir mal in die CD rein. Du hast dich gleich für den Titel, also für den Einser-Track, quasi wir betreten die einsame Insel. Beating Hearts heißt der Song. Das ist so, also das ganze Motto von der Platte passt auch irgendwie auf den Titelsong. Das ist für mich auch, es ist so ein bisschen ein Aufruf an die Solidarität. Also quasi die Plotten bewegt sie im Spannungsfeld zwischen Entsolidarisierung und Solidarisierung und der Song eben auch. Zwischen Einsamkeit und Togetherness. Genau. Und da dürfen wir mithören, das freut uns sehr. Beating Hearts vom Album Swimmer in the Arctic Sea, Laura Raffetzeder. I don't even feel my fingers. These days I don't even feel misplaced. A fire burns a bright one, the flame is almost gone. The engine is almost empty. We need to burn on. We fall like knights in shiny armor. We slaughter lives on battlegrounds. We cut each other's arms like cattle. March in silence on our own. This ocean is so deep now, it's full of monsters too. I'm so scared for your life now and that other life too.
should be holding hands amid my. We should be beating hearts at dawn. We're driven, driven creatures. We cannot help but long. We should be links in a chain now. We should be holding strong. So much stronger than we think. We carry human frailty, but never get too far. Sometimes we catch glimpses of who we really are. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Damen und Herren, mich freut es sehr, dass Sie bei uns sind hier heute an diesem Donnerstag von 14 bis 15 Uhr. Musik aus Österreich und live zu Gast Laura Raffetz-Eder mit Swimmers in the Arctic Sea. Das Album, das sie im Oktober quasi auch thematisch passend zur kalten Jahreszeit präsentiert hat. Sie ist heute hier live zu Gast. Die Gitarre ist auch mit, was mich sehr freut. Wie lange, kann man das so sagen, hast du an dem Album gearbeitet? Es kommt darauf an, was man die Netto-Arbeitszeit zählt. Aber also Jahre. Nein, ein Jahr im Grunde. Also quasi, ich habe im Jahr davor, im Dezember aufgenommen. Und dann haben wir gemixt und dann haben wir Cover gemacht und so weiter. Also das war so ein Jahr. Die Songs davor geschrieben habe ich halt über die Zeit so quasi. In dem letzten Jahr hat sie ja 2016 und auch 2015, also quasi in dem Zeitrahmen, wo du für das Album gearbeitet hast, ja doch einiges angespielt. Hast du Lieder da wieder verworfen, ob Aktualitätsgründen, neue geschrieben, was umgeändert, wie, oder hat sie das mit der Zeit, was sie ergeben hat, auch mit dem Album mitergeben? Ich glaube, es hat sie, naja, Beating Hearts zum Beispiel, das habe ich 2012 geschrieben, ja. Aber es hat sich jetzt nicht grundlegend was geändert, sondern ich glaube, es hat sich alles noch verstärkt. Das Aktuellste vielleicht ist Hostel Shore, was ich am Schluss spiele, da ging es dann um diese ganze Flüchtlingskrisengeschichte. Das ist 2015 entstanden. Aber ansonsten glaube ich, dass einfach alles sehr zeitlos ist, weil es irgendwie, also natürlich ist es sehr aktuell, aber ich glaube, dass das einfach, es sind so Trends, die sich so verstärken. Und die musikalisch von dir mit deiner Kanada-Gitarre festgehalten wurden. Die Insel vorne drauf am Albumcover Swimmers in the Arctic Sea ist eine Insel, die tatsächlich, also Inselgruppe ja fast, die ist, wie groß ist die? Also ist sicher jetzt am Cover nur. Ich glaube 20 Kilometer. Also die ist wirklich winzig. Die ist ziemlich klein. Unbewohnt. Genau. Es gab einmal eine Polarstation dort. Da haben sie dann gemessen, wie warm ist. Was auch immer, ja. Oder was halt dann so gemessen wird. Deine Nähe, frage ich jetzt mal vorsichtig, das Album ist auch in sehr
kalter Farbe natürlich passend gehalten. Die Gitarre, wie gesagt, auch mit einem Kanada-Branding. Hast du so eine Nordnähe oder ist gar das nicht Zufall? Eigentlich. Es sind ein paar Songs eigentlich auch über Griechenland drauf. Ja, da gibt es auch Norden und dann Süden. Ja, ey. Nein, also es ist keine Absicht. Aber es ist eher ein Winteralbum, hätte ich jetzt gesagt. Es ist ein Winteralbum. Ja, ja, es ist auch ein Song drauf, der heißt Later Than an Early Storms. Der ist so in die, ja, draußen tobt der Sturm und wir haben es warm herinnen, so quasi. Also es ist, nö. Ja, aber es stört dich nicht, wenn es kalt ist. Du bist keine Temperatur, wenn es unter 10 Grad ist, Auszuckerin oder so irgendwas. Nein, aber ich freue mich natürlich immer über den Frühling. Schau, ja. Du musst noch ein bisschen warten. Ja, ich weiß. Du, wann werden wir dich denn in Zukunft, so die nächste Zeit, 2017, was gibt es so für Live-Termine oder sollen wir da auch auf deine Facebook-Seite schauen? Am besten auf meine Homepage. Ja. www.lauraraffezeder.com. Es ist jetzt noch nichts fix. Also ich habe im März was in Amstetten. Blödsinn. Ich habe am 12. Jänner habe ich einen Auftritt im Au. 12. Jänner, ja, ist zu spät, Damen und Herren. Das ist in der Vergangenheit. Da waren Sie hoffentlich. Aber im März, April, Mai, quasi der Zeit ist im Frühling, noch, ja, wird was passieren. Wird und was das passieren. Finden wir auf der Homepage. Genau. Das freut mich sehr. Und Damen und Herren, jetzt brauchen Sie nicht weinen, dass Sie es nicht live hören können, gell? Weil die Gitarre ist da und sie ist da. Also sie ist auch freudig und gut gelaunt, dass sie für uns quasi ein kleines Radio-Rausch, was gibt es Neues, Privatkonzert gibt. Die liebe Laura hat Lieder vom Album hier vor, live zu spielen, was mich natürlich narrisch freut und ich meine kleinen Tontechnikerinnen-Fähigkeiten zusammen grotz. Wir haben zwei Mikros aufgestellt, wir haben einen trockenen Raum hier und wir haben eine Musikerin, die uns Lieder vorspielen will. Was soll da nur passieren? Genau. Was hören wir denn? Der erste Song, den ich spiele, ist Blues in Your Lover's Eyes. Das ist der Song, wo diese Insel auch wirklich quasi namentlich vorkommt. Die einen Island nennt Loneliness. Genau, ich spiele das mal. Ich freue mich. And now there's loving you, with all my heart loving you. I never thought we'd make it through. I miss my loneliness, my island ain't loneliness. It's still out there in the northern sea. I know you sail out there too, while I look out for you. I know you need it too, I do too. Oh. Love is a fairy tale, recounted in record sales. It's pink and bright and sometimes blue. And underneath it all, it can't be chained at all. It moves and changes every day. And sometimes it breaks the cage, lashes out and makes us rage. Comes back and wraps us in, and we ride it all. Hands in your lover's hands, and blues in your lover's eyes. You feel a fool again, love made you blue again. Oh, 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 baby, they're just growing pain. And when they're gone, there's just you, just yourself loving you. The clouds, they just come and go,
but it's you who holds on. And there you go again, hands in your lover's hands, oh, blues in your lover's eyes. Danke, Laura Raffezeder, live hier im Radio Orange Studio. Hier Sie und Ihre Gitarre, laurarafetzeder.com, glaube ich, ist die Homepage. Und die Facebook-Seite wartet natürlich auch freudigst auf Ihre Besuche. Swimmers in the Arctic Sea, das Album, das im Oktober 2016, meine Güte, ist das schon wieder lang, erschienen ist. Ein Album, das sich eben so ein bisschen, was ich mitgekriegt habe, diesen Tom halten und für sich sein Spagat antut. Und textlich und musikalisch dem nachfühlt. Und ist ja nicht das erste Album, das vorige Album, hast du schon gesagt, 2012 erschienen, wo du das zum Anlass nahmst, dir die Gitarre zu kaufen, die du hier heute mit hast. Wann hast du denn, kann man das so sagen, begonnen, dass du sagst, jetzt nicht gleich, das ist ja ein Prozess, bis man das von sich sagt, ich bin Singer-Songwriterin oder so, aber wie hat denn die kleine Laura begonnen mit dieser ganzen Geschichte? Ich habe einen songschreibenden Vater. Ja. Also der hat Klavier gespielt und der hat englische Gedichte vertont von irgendwelchen englischen Lyrikern. Und ich habe mir dann mit 13 die Gitarre geschnappt und gesagt, ich mache das jetzt auch. Und hab mir die Schäume auch, wenn das der Papa ja, kann. Ja, genau. Da habe ich irgendwie halt seine Gedichtbände geholt und habe halt Musik dazu geschrieben. Und dann irgendwann habe ich gedacht, da passt der Text nicht dazu, zu dem, was ich sagen will. Also habe ich dann angefangen, selber Texte zu schreiben. Und so ist das gegangen. Ne? Und hat das der Papa mit wahnsinnigem, mit stolz geschwelgter Brust und Freude beobachtet? Oder hat er sich gedacht, Nein, ich glaube, er war schon stolz. Okay. Ja. Das ist so ein schweres Geschäft, was tut er sich da? Oder was? Ja, irgendwann wird er auch noch ein Plotten machen. Das ist mein persönlicher Auftrag. Dann musst du ihn wirklich dazu drängen. Ja, absolut. Ja? Ja. Oder so quasi ein Tochter-Vater-Album? Ja, das ist eh was zum Überlegen ist, ja. Das ist doch was Süßes, wenn man das kann, voll, oder? Das sollte man schon machen, wirklich. Ich sage jetzt bitte, sehr macht's das. Das finde ich sehr entzückend, sowas. Ja. Auf dem Album Swimmers in the Arctic Sea haben wir vorher schon vor einiger Zeit auch einen Geiger hören können. Das heißt, hast du dieses Album aus guter alter Singer-Songwriter-Tradition auch aufgefettet mit Gastmusikern? Entschuldigung. Brauchst du Wasser, meine Nein, Liebe? Es geht schon. Falsch reingekriegt. Aber puste dich gerne aus. Fasse dich. Wahrscheinlich sind es ganz viele Musikanten. Wen hast du denn da mit? Ja, es sind verschiedenste, quasi die All-Stars quasi. Der Stoney, Stefan Steiner, alle sagen Stoney. Meiner Meinung nach einer der besten Fiedler in Wien. Der hat auf mehreren Songs sich da irgendwie verewigt. Dann hat man die Patricia Sivek, hat man zweite Stimme gesungen. Der Gernot Feldner hat Klavier gespielt. Der Markus Brandstetter hat irgendwie bei ein, zwei Songs irgendwie auch noch was beigesteuert und der Marc Buckner hat am Bass einmal draufgelegt und ein bisschen Percussion gemacht. Also ja, ein Gemeinschafts. Das heißt, du hast Menschen eingeladen und gesagt, dass wenn dir was einfällt, spiel was dazu. Ja, wir haben es. Es ist eigentlich eines der durcharrangiertesten Alben, also Solo, wir haben zwei Solo-Alben erst. Also, aber es ist quasi, finde ich, noch stärker durcharrangiert als das letzte. Und es sind aber dafür dann auch wieder mehrere Solo-Sachen, die wirklich Solo sind, drauf. Also man hat so beides irgendwie. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ja, dass sie auch alleine auch gehört wird. Das ist doch praktisch, du bist alleine. Ich werde dir nicht ins Kraut spucken jetzt, sondern dir höchstens, während du für uns spielst, ein Wasser holen. Aber du hast noch ein Lied mitgebracht, das du für uns gerne vorspielen möchtest. Ja, hier live, Damen und Herren, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, das ist tatsächlich hier in dem Moment gespielt, wo sie es hören, Damen und Herren. Laura Raffezeder, mit welchem Titel? We Were Young and Wounded. Okay, bitte. Remember what you said when you kissed me long ago,
Life shouldn't be a battlefield, but the battles we all know. In the blink of an eye, 10 years go by, and you never wonder why. We were young and wounded, and we sang songs of love. We were young and wounded, we were young and poor. We were young and wounded, and we sang songs of love. A woman's heart is never hers, it's never hers alone. You're always there, you're everywhere, and I am mostly gone. I wish I could regain my heart and find my peace of mind. We're still young and wounded, and we sing songs of love. We were young and wounded, we were young and poor. We were young and we sang songs of love. We were young and wounded. We were young and poor. We were young and wounded. And we sang songs of love. There's a struggle to be separate and a struggle to be one. We kiss our kids goodnight and then we wonder where they've gone. I once was a lady, I once was a girl. I am mostly me these days, and I like who I've become. We were young and wounded, we were young and poor. We were young and wounded, and we sang songs of love. We gerade hat sie sich noch verkürzt und jetzt singt sie wie ein Engel, Damen und Herren, hier live auf Radio Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Laura Raffetz-Eder hier zu Gast mit ihrer Gitarre, um uns das Album Swimmers in the Arctic Sea näher vorzustellen, das im Oktober erschienen ist und das sie selbstverständlich käuflich erwerben können. Gibt es das Ding Downloading oder nur haptisch? Oder wie kriegen es denn die Leute? In jeder Form, die sie wollen. In jeder Form. Mixtape, alles ist da. Na, Vinyl gibt es nicht noch, aber irgendwann vielleicht mal. Aber es gibt sie als CD, es gibt sie als Download, es gibt sie auf diversen Streaming-Plattformen. Also. Und wer sagt, verdammt, weil mag ich Vinyl so gerne, weil dann hätte ich das Cover schön groß. Ja. Da gibt es aber Bilder von der Dame, die gemalt hat, dann kauft man sich das und hängt es im Wohnzimmer auf. Genau. So einfach kann es sein. Du, 2017, was sind denn jetzt so die Meilensteine, die du dir selber irgendwie auf deinen Weg gesetzt hast mit deiner Gitarre? Oder bist du überhaupt nicht der Typ für Meilensteine, sondern stolperst in den Tag hinein? Na, ich möchte spielen. Sie will spielen. Genau. Gott sei Dank, das kannst du hier jetzt schon mal. Ja. Das heißt, Booking, Agentur, große Industrial Persons in the background hast du nicht, sondern schubst dir den Laden alleine. Ja, I make it self, ja. Genau. Und bist deshalb frei angerufen, ge-emailt oder ge-facebookt zu werden, um irgendwo aufzutreten. Ja. Da kommst du dann mit deiner Gitarre und deinem Roller hin. So in etwa, ja, genau. Ja, irgendwie ist es weiter weg, dann müssen sie noch Entzuggeld dazu legen wahrscheinlich. Ja, oder kommt der Roller mit. Oder kommt der Roller, sie fährt auch von da bis Innsbruck mit dem Roller, wenn es wieder passt. Aber dieses Album spielst du dann durch, weil du eh vorher gesagt hast, das ist so eine konzeptionelle Geschichte. Ja, das Spannende ist, ich spiele es von hinten nach vorn. Wie das? Naja, also... Bist draufgekommen, bis du es dann fertig gehabt hast? Naja... Also eine CD und ein Live-Gig hat ja, finde ich, unterschiedliche Aufgabenstellungen. Ja, von einer CD denke ich mal Burn from the First Second und die besten, das fängt mit den Höhepunkten an. Und die bisschen leiseren, ruhigeren, wenn ich so irgendwie nach hinten versteckt irgendwie, zum Ausklingen dann. Und bei einem Konzert ist es genau umgekehrt, da fängst du leise an und dann musst du steigern. Und das geht genau richtig. Also es ist wirklich, ich fange hinten an und spüre es nach vorne.
Das heißt, du gibst deinen alten Liedern gar keine Chance, in die arktische See einzudringen. Nein. Du spielst nur der... Nur das Album, okay. Ja, genau. Das heißt, wer jetzt sagt, ich bin Laura Raffitz, eh der Fan und möchte alte Lieder hören, du, da bin ich gehabt. Naja, Zucker, aber ich bin der Zucker gekommen. Ich habe die alte CD mit, die kann man dann kaufen. Die gibt es eher noch. Ja. Siehst du das? 2012? Was hat sich verändert im Aufnahmemodus, in der Herangehensweise zwischen 2012 und 2016? 2012 haben wir es nur in 3 Tagen aufgenommen und da haben wir dann die, und es waren weniger Zusatzmusiker eben. Und diesmal war es eben sehr stark durcharrangiert und wir haben eine Woche uns quasi Zeit gegeben und in der Woche sowohl die Solosachen aufgenommen wie auch die Gastmusiker. Selbes Studio, selber Techniker, ja, selbes, genau. Also da bist du dran alles geblieben. Dort, ja, genau. Wir haben es auch fertig arrangiert dort im Grunde, mit ein paar Ausnahmen, also beim Gemixt haben wir dann schon irgendwie noch mit Durchhören und so, aber im Grunde haben wir alles innerhalb von der 1 Woche gemacht. Mit dieser Gitarre, die du hier heute mit ja, hast. Genau. Also das, du bist keine Gitarrenwechslerin, dass du sagst, das ist ein Lied, da brauche ich eine Stahlseitengitarre, dass nur so klatscht. Ich arbeite gern mit ihr. Ich habe dich aneinander gewöhnt seit 2000. Ja. Siehst du, das ist gut. Das heißt, du würdest eine persönliche Krise erleiden, wenn der Gitarre was passiert. Ja, dann kaufe ich eine neue. Schau, das ist ja Gott sei Dank so emotional dann doch wieder nicht an der Gitarre hängend. Ja, aber wie gesagt, ich würde mir, glaube ich, dieselbe Nummer kaufen. Aber es gibt ja nicht mehr dieselbe. Die gleiche, was denn, das die gleiche, ist in Deutsch. Ja. So, Ladies and the Gentlemen, bevor wir da zum I-Tipfel reiten, wie der Wiener sagt, auffangen. Diese Gitarre sollte uns nochmal erklingen. Ich frage dich nochmal, brauchst du einen Schluck Wasser? Ich habe nur einen Tee. Ist das okay für dich? Ja. Weil ich will nicht, dass mir du da irgendwie ein Leid erfährst. Aber beim nein. Vortragen. Weißt? Deshalb hast du noch Tee, das ist gut. Ein Liedchen noch hier live. Bin sehr stolz und froh, dass du das magst, weil jeder Frau-Sache ist das nicht. Du spielst das Album von hinten nach vorne. Wir nähern uns also Richtung Anfang des Albums jetzt mit dem nächsten Lied. Na, Ende des Albums eigentlich. Also da drast wieder alles um, das radiert wieder andere Gesetze. Radiert wieder andere Gesetze, ne? Aber ich spiele da jetzt Broken Free drauf. Also wie gesagt, es gibt einen kleinen Lapsus in der Reihenfolge, ein Erratum irgendwie auf der Platte. Es muss immer ein Fehler sein. Ja, es muss immer ein Fehler sein. Ist dir das bei der Grafik damals nicht aufgefallen? Nein, wir haben es ein wenig versabbelt. Also es sind genau neben sonst 2 gewesen. Wir haben es im Urlaub finalisiert. Das ist nie eine gute Idee. Okay. Also es ist die Reihenfolge bei diesen, also am Schluss ist so ein kleiner Medley, ja, von 4 Songs. Und da ist die Reihenfolge vertauscht. Die sich hier betiteln, Damen und Herren, möchte ich Ihnen auch sagen, falls Sie für einen CD-Player oder irgendwo die Möglichkeit finden, A, B, C und D zu wählen, werden Sie bitte nicht Haare raufen. Das geht eh nicht, aber ich glaube, die Frau Raffitz... Es ist 1 bis 14 durchnummeriert auf der CD. Ja, ja, wolltet eigentlich Lied 12, 13, 14 dann noch, aber genau. Es heißt jetzt A, B, C, D und die Sie Reihenfolge zusammen ist... irgendwie, das wollte ich damit aussagen. Das wollte Sie zum Ausdruck bringen und die Reihenfolge ist auch anders, aber ist ja wurscht. Auf der Homepage findet man es richtig. Das ist doch schön. Die Homepage lautet nämlich www.lauraraffitzeder.com und wir hören jetzt in von uns selbst bestimmt der Reihenfolge, was für ein Lied? Broken Free. Bitte sehr, Laura Raffitzeder live. Baby, I've been dreaming of you, dreaming of you in a world that don't exist. And baby, I've been feeling lost and lonely, 'cause I just don't seem to fit. I don't fit in this world, no, not me. I don't fit with what this world wants from me. They give me shoes that are too small for me. So baby, let's break free. Baby,
lately. If there is anyone who feels the way I do, and if they do, why don't they tell me? Why don't they tell me that they hate it in here too? No, we don't fit in this world, no, not us. And we don't fit with what this world wants from us. They give us shoes that are too small for us. So baby, let's break free. And if this world doesn't fit anyway, if it don't fit what with what we all want to be, let us make shoes that will let us be a bit bigger, broken free. Laura Raffezeder, danke hier live mit ihrer Gitarre. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Musik aus Österreich und die CD, bitte, Swimmers in the Arctic Sea. Die Vorstellung, lasst uns doch ein bisschen schaudern wahrscheinlich. Die gibt's selbstverständlich im gut sortierten Fachhandel und selbstverständlich persönlich aus den Händen von Laura Raffezeder bei dem oder dem anderen Konzert, das sie gibt, oder natürlich auch zum Bestellen www.lauraraffezeder.com oder natürlich auch auf Facebook. Braucht der Singer-Songwriterin ein Video? wahrscheinlich, ja. Aber sie hat keins, oder was ist? Nein, ich habe nur, ich habe schon einen YouTube-Kanal, ja. Ja, ja. Und ich nehme auch zu Hause, wenn man fad ist, nehme ich mal die neu geschriebenen Songs nehme ich auf und stelle es auf YouTube. So eine bist du. Ja, so eine bin ich. Ja. Wahnsinn. Und das würde dann aber auch beinhalten, dass man, wenn man das eine oder andere Lied, das man schnell aufnimmt, auf YouTube stellt, sie dann zwei Monate später denkt, oh, ja. Dann stelle ich es wieder auf privat. Okay. Das heißt, Sie sollten ständig auf Laura Raffezeder YouTube-Channel sein, weil vielleicht kriegen Sie kurz die zwei Minuten mit, wo sie ein Lied draufstellt, wo sie sich nachher denkt, naja, aber Sie haben es gesehen. Ja? Also Damen und Herren, watch out for the YouTube-Channel von Laura Raffezeder. Konzerte werden stattfinden, das Album ist da. Natürlich, wenn man so alleine auf der Bühne sitzt mit seiner Gitarre und auch ein Album aufgenommen hat, wo ein bisschen auch andere Musiker dabei sind und das Album ja nicht nur von Einsamkeit, sondern auch von Gemeinsamkeit handelt. Die nun mir auf der Zunge brennende Frage, hast du irgendwie so den inneren Drang oder die gute Laune oder die Idee, dass man sagt, so und jetzt stelle ich da 7 Mann, 8 Frauen auf die Bühne und mache das einmal in einer ganz fetten, arrangierten Geschichte? Es war natürlich schön. Aber? Nein, ich hab ja bis 2011 mit Band gespielt, Laura and the Comrades. Wir haben noch alle nachher keine Zeit mehr gehabt. Es ist sie hinten und vorne nicht ausgegangen. Ihr habt sich ziemlich verrennt eigentlich. Also naja, jetzt so wir haben alle Familie und einen Job, also es geht nicht. Ja. Ich habe einen 9-to-5-Job und ich habe ein Kind und es geht einfach nicht mit Band. Aber dafür spiele ich solo und das dafür gern und jederzeit. Ja. Aber ich schließe nicht aus, dass das wieder passiert. Es wird wieder eine Zeit geben dafür. Weil was ist dein gefühlt größter Unterschied zwischen alleine und gemeinsam? So als Einzelperson auf der Bühne oder mit Kollegen? Ich mache beides gern. Es hat ein bisschen eine andere Qualität mit Band. Es ist noch ein bisschen Rock'n'Roll. Ja, Rock'n'Roll und beißt sich auf die Lippe. Ja. An und für sich liebe ich es ja, solo zu spielen, weil ich da einfach mehr mich auf den Song konzentrieren kann. Ich spiele auch gern mit dem Stoney gemeinsam, also quasi die Fiddle, die das unterstützt. Das ist ja ein bisschen Rock'n'Roll dann. Ja, Band ist schon, finde ich, es ist immer ein bisschen eine andere Sportart. Also ich mag es auch gern, aber es hat eine ganz andere Qualität. Und ist auch anstrengender für dich offensichtlich, weil andere hätten sagen, ich spiele lieber gemeinsam, weil allein ich, das ist ja uranstrengend. Nein, ich finde allein spielen nicht anstrengend. Also für dich ist genau umgekehrt eigentlich. Ja, wahrscheinlich ist es eine Einstellungssache, aber
wenn ich Solo spiele, bin ich mehr im Song irgendwie. Und wenn ich mit Band spiele, dann ist es immer noch, also es, da bist mehr im Miteinander spielen, was auch schön ist und was quasi so eine eigene Geschichte ist. Aber ich glaube, dass die Songs mehr wirken können, wenn ich allein bin. Dann ist das eine Geschichte, zu der du gefunden hast. Andere ja. Leute suchen ewig. Dann, ich weiß nicht, mich stören die anderen, aber ich traue mir es nicht sagen oder so. Kann ja auch passieren. Ne? Nein, eh nicht. Ja, ja. Aber gut so, wie es ist, Damen und Herren. Swimmers in the Arctic Sea. Wir haben gerade, und das haben Sie leider versäumt, Damen und Herren, drei wunderbar vorgetragene Songs vom Album hier live von der lieben Laura gehört. Wollen wir doch noch mal kurz zum Album zurückkehren. Jetzt schon fast am Ende der Sendezeit. Welchen Titel würdest du denn den Damen und Herren gerne noch zu Gemüte führen? Schau mal nach, was dich gelüstet. Hostile Shore. Warte, wie ist das jetzt richtig betitelt oder ja? Das ist richtig betitelt. Haben wir da die richtige Reihenfolge? Ich weiß nicht auswendig, welche. Nummer 3 würde er mir vorschlagen. Oder? Ja. Ist das deine Handschrift auf der CD? Nein, das ist der Angela ihre. Da hat die Angela draufgeschrieben. Genau. Schau, die Angela schreibt eigentlich sehr lesbar, muss man sagen. Bravo! Ja, die hat doch, also das. Die hat das gelernt. Die schreiben. Ich auch in der Schule eigentlich, aber lesen kann man es trotzdem. Meine Schrift ist nicht so schön. Nein, ich schreibe auch nicht so schön. Aber deshalb ist ja gut, dass wir das nicht beschrieben haben. Genau. Ist eine, hast du so eine Kugelschrift oder mehr so eine längliche? Weil sie zeigt mir es. Ziemlich schön. Ah, okay. Naja, aber auch lesbar. Aber, findest ja. Ich kann es manchmal nicht lesen. Sogar. Nein, meine ist ärger. Okay. Ist ja, ich komme doch aus dem Zeitalter, wo man viel schreiben musste. Ich schreibe ja Arzt. Ah, okay. Nein, eigentlich schreibe ich wie eine Ärztin. Ja. Aber sonst ist es sehr, sehr ähnlich. Aber bevor wir uns über Schriftbilder unterhalten, Damen und Herren, wollen wir doch guter Musik lauschen. Swimmers in the Arctic Sea, das Album. Und sag doch selber nochmal an, was wir hören dürfen. Hostile Shore, das war so mein Kommentar zu dieser ganzen Flüchtlingskrisengeschichte und den im Mittelmeer ertrinkenden Kindern. Und weil ich gerade sehe, dass dieses Lied 5 Minuten 28 dauert und ich das ganz ausspielen möchte, schaue ich auf die Uhr und komme drauf, gleichzeitig verabschieden wir uns. Ja. Danke, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Alles Gute. Damen und Herren, auch von Ihnen verabschieden wir uns mit diesem Lied. Nächsten Donnerstag gibt es wieder eine Ausgabe von Was gibt es Neues Musik aus Österreich? Birgit Denk sagt danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. I love
Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.